TDA-1541 von Philips und eine einfache Methode, einen Fake zu identifizieren ohne aufwendige Messelektronik. Man könne das also an dem Schrifttyp oder an der Farbe schon erkennen. Wenn zum Beispiel da Taiwan draufsteht, dann müsste da RSH stehen oder die Schrift muss immer einen Bogen haben oder die Farbe muss so und so sein. Das hier ist einer der ersten, das ist einer ohne A dahinter. Der Unterschied in der allerersten Serie ist der, dass hier ein kleiner Kondensator noch intern verbaut war, der dann später ab der zweiten Auflage nicht mehr darin integriert ist. Dadurch kann man das Shift-Register extern takten. Dann will ich mal einen einfachen Test machen. Hier habe ich mal wieder ein CD304, wie im letzten Film. Das ist aber einer mit dem 16-Bit-Wandler. Ich nehme mir jetzt einfach einen metallischen Gegenstand. Also ich habe jetzt hier eine Pinzette und mache jetzt während der Wiedergabe einen Kurzschluss zwischen Pin 17 und 18. Sobald ich diesen Kurzschluss mache, müssen auf dem linken Kanal Verzerrungen hörbar sein. So, ich demonstriere das einfach mal. Ich starte den CD-Spieler. Und weg. Nochmal. Weg. Und aus. Das ist also der denkbar einfachste Test, um jetzt die Echtheit da zu überprüfen. Habe ich jetzt also einen Chip, da kommt zwar Musik raus, aber der verzerrt nicht, wenn ich das mache, dann könnte es ein einfacher Chip sein, der zwar I2S-Möglichkeiten hat, aber eben nicht das Shift-Register wie der TDA 1541. Dann vermutlich nicht echt.